Es wird immer erstmal geguckt, was ist denn überhaupt schlecht an diesen neuen Systemen? Ja. Wo sind die Lücken und was ist nicht gut durchdacht? Und gerade für jemanden, der Technik begeistert ist und sagt, ich stehe da drauf, das macht mich irgendwie an, ich teste das und ich teile mit dir meine Wahrnehmung und ein Stück weit kannst du dir dann auch selbst ein Bild davon machen. Du kannst aber auch eine Automatikschaltung einstellen und die Automatikschaltung macht klick, 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 klick. Ganz deutlicher Unterschied, weil es einfach eine andere Übersetzung ist und ich vermute einfach auch ein anderer Getriebeblock. Oder jetzt wird's interessant. Ja, Nils, was ist da los? Du in Klamotten hier, Handschuhe an, ist so kalt hier, ist Heizung ausgefallen. Draußen scheint die Sonne. Draußen ist super cooles Wetter, wir gehen auch heute noch nach draußen. Und ich stehe hier gerade, hinter mir das Repcon Pinion P-Max und hier vor mir das Cargo Pinion. Beides zwei super interessante Räder, weil sie beide mit der nägelnagelneuen, frisch ausgelieferten Pinion MGU hier zur Verfügung stehen und wir haben ja schon zwei Videos jetzt auf diesem Kanal gebracht. Einmal die Vorstellung von dem Cargo Pinion, aber auch vom Repcon Pinion haben wir beide Räder schon vorgestellt und immer wieder kam die Frage, wie laut ist der Motor, wie laut ist das Antriebssystem, stimmt das, dass es so laut ist? Also das ist so das allergrößte Thema, aber neben dem ist es auch ein sehr, sehr, sehr beliebtes Antriebskonzept, was wir hier haben. Und ich finde das Thema Geräusche auch wirklich wichtig, vor allem weil es so häufig gefragt wurde. Und darum fangen wir auch direkt an. Und hier ein weiteres Video mit, nee, das ist auch blöd, ne? Weiß ich nicht. Ach, guck mal, das ist alles viel zu klein hier. Da müssen wir ein bisschen hier, ne? Ist ja nicht über armen Leuten. Oh, guck mal, ja, das ist auch schon besser. Ist ein bisschen schief, aber... Das ist hier oben ja auch alles nicht ganz gerade. So, und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. Und ich hätte gesagt, wir starten direkt mit dem Geräusch des Schaltvorgangs. Ich bin jetzt hier im dritten Gang und ich schalte jetzt mal in den vierten Gang. Einfach mal zuhören. Ich bin ganz ruhig. Dieter ist ganz ruhig. So, das war jetzt der Gangwechsel in den vierten Gang. Ich schalte nochmal zurück in den dritten. So, also man hört ganz eindeutig, da ist ein kleiner Stellmotor oder ein Servo oder wie wir das auch immer nennen möchten. Und der regelt das Ganze. Also es ist ein E-Schaltsystem. Falls du jetzt ganz neu bei diesem Video angekommen bist und sagst, was machen die da überhaupt, kann ich ja auch einmal dazu sagen, Pinion MGU, falls du es noch nicht kennst, ist eine Motor-Getriebe- Einheit MGU, daher Motor Gearbox Unit, daher kommt das. 12 Gänge kombiniert mit einem 85 Newtonmeter starken Motor, also ein sehr spannendes Antriebskonzept. Es soll sehr verschleißarm sein, das macht auch alles Sinn mit dem Verschleißarm, gucken wir uns gleich auch nochmal an. Aber jetzt geht es erstmal um die Geräusche beim Schaltvorgang. Ich schalte mal in den fünften Gang, ich bin wieder ganz ruhig. Ich schalte mal wieder zurück in den vierten, wieder in den fünften. Und da hörst du schon, der Gangsprung ist etwas größer, aber auch das Geräusch, ja, ist identisch wie das, was wir vom dritten in den vierten hatten. Ich schalte jetzt einfach mal durch, weil sonst wird es auch langweilig, wenn ich über jeden Gang spreche. Sechster Gang, siebter Gang, achter Gang. Neunter Gang, da haben wir wieder einen etwas größeren Gangsprung. Zehnter, elfter, zwölfter. Und ich möchte eigentlich ganz gerne mal simulieren, wie das klingt, wenn das Rad wirklich vom zwölften Gang zurückschaltet in meinen gewählten Anfahrgang. Also ich habe hier den fünften Gang als Anfahrgang gewählt. Anhand der Trittfrequenz schaltet diese E-Shift auch automatisch. Ich habe gerade schon mal im 12. Gang reingeschaltet.
eigentlich in der Hoffnung, dass es automatisch wieder zurückschaltet, aber ich muss wirklich eine Fahrt simulieren mit einer Trittfrequenz und das mache ich jetzt einmal. Ich schalte wieder hoch in den 12. Gang, beziehungsweise das macht das System auch von selbst. Wenn ich jetzt trete, lass rollen, dann wechselt der Gang von selbst. Jetzt sind wir schon im 9., 11., 12. Gang. So, wir fahren ungefähr 25 km/h, der 12. Gang ist drin. Ich blockiere das Hinterrad und jetzt... Jetzt hat das System automatisch zurückgeschaltet in den 5. Gang. Und falls es dir jetzt im Moment etwas lauter vorkommt, mein Mikrofon ist hier oben. Gerade eben hatte ich das Rad ja unten. Also, und du bist ja nie mit deinem Gehör auf Höhe des Motors. Das darf man halt auch nie vergessen. So, jetzt hast du schon mal gehört, wie so ein Schaltvorgang klingt. Ich finde, das klingt wirklich sehr technisch. Das begeistert mich auch in irgendeiner Form, weil man auch ein Geräuschfeedback bekommt und gerade für jemanden, der Technik begeistert ist und sagt, ich stehe da drauf, das macht mich irgendwie an. Ich finde das total geil, es könnte lauter sein. Es könnte lauter sein. Ich finde das auch super gut, weil es ist ein technisches Geräusch. Es klingt ja nicht so, als wenn was kaputt ist, sondern es klingt ja wirklich so, da passiert was und mich macht das glücklich, als wenn ich jetzt so ein Geräuschloses hätte und ich nicht wüsste, okay, passiert da jetzt überhaupt was? Ja, dann ist man immer so ein bisschen zweifelhaft unterwegs vielleicht. Also ich finde gerade für jemanden, der Technik begeistert ist, der müsste eigentlich auch hier sagen, jo, dass man da so ein Geräuschfeedback kommt, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und das ist ja in irgendeiner Form ein Geräuschvideo. Also wir haben ja überall Geräusche, so wie hier beim Höfting. Haben wir ja auch ein Geräuschfeedback, was uns einfach signalisiert, alles klar, da ist gerade was passiert. Und wenn man das so vergleicht mit einer anderen Nabenschaltung, zum Beispiel eine 8-Gang Shimano, da macht der Drehgriff ja auch sein Geräusch und macht klick, 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 klick. Ist ein bisschen langweilig, kennen wir auch alles. Und hier klingt es jetzt einfach anders, weil wir halt einen Stellmotor haben, der ein anderes Geräusch macht, was ich aber, wie gesagt, völlig in Ordnung finde. Also das wird auch meistens nicht mokiert und gesagt, das ist viel zu laut. Was ich immer gelesen habe, das Motorgeräusch ist viel zu viel. Ich war aber heute Morgen auch schon mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin damit gefahren. Ich habe sämtliche Sachen ausprobiert. Aber ich will jetzt gar nicht vorgreifen. Ich hätte gesagt, wir gehen nach draußen. Eine Sache möchte ich noch vorwegnehmen, weil das ist, denke ich, immer ganz wichtig, gerade bei solchen Videos. Wir wollen das wirklich unter realen Bedingungen testen. Also es ist kein Labortest, wo wir jetzt sagen, oh, so und so viel Dezibel macht das Rad. Ich teste das und ich teile mit dir meine Wahrnehmung und ein Stück weit kannst du dir dann auch selbst ein Bild davon machen, wie viele Geräusche sind da denn tatsächlich, weil man wird es hören, ich habe das Lavalier jetzt hier oben, es kann auch sein, dass wir es noch ein Stückchen weiter nach unten setzen, aber letztlich hier oben sind deine Ohren, da nimmst du es am meisten wahr, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und das wollen wir hier in diesem Video widerspiegeln. Es ist wie gesagt kein Labortest, also lass uns darüber nicht streiten, lass uns eher darüber sprechen, so falls ich irgendwas nicht zeige, dass du sagst, Mensch, ich hätte gerne nochmal gesehen, wie das funktioniert oder jenes funktioniert. Dazu schreibst du es einfach in die Kommentare, dann nehmen wir das in einem der nächsten Videos mit auf. Und darum macht natürlich auch immer Kanal abonnieren Sinn, weil dann verpasst du keine Videos mehr, kriegst immer einen Hinweis, wenn ein neues Video kommt. Meistens ist es so donnerstags und sonntags. Ja, Daumen hoch da lassen, nicht vergessen und gerne darfst du die Videos auch teilen. Und jetzt gehen wir endlich raus. So, soll ich noch ein bisschen was erzählen? Oh, ich weiß nicht, ob wir das verkraften, aber kannst ja mal versuchen. Nee, also wenn wir so ein Video produzieren, dann ist es ja meistens auch so, dass wir dann noch mehr mit so einem Rad uns beschäftigen als sowieso. Und dann fahren wir ja auch wirklich drauf und probieren einiges aus. Und ich habe die Smart Shift Funktion wirklich mal ausgetestet und eingestellt und probiert und gemacht und getan. Und du kannst einen Anfahrgang einstellen. Dass das sowieso geht. Du kannst aber auch eine Automatikschaltung einstellen. Und die Automatikschaltung, die ist wirklich dafür da, dass du maximal effizient unterwegs bist und wirklich verschleißschonend unterwegs bist, materialschonend unterwegs bist. Das ist wirklich interessant.
Ja, und weil wir niemanden belästigen wollen, haben wir extra das Video hier vor einer Lärmschutzwand produziert. Weil wir so laut sind, ne? Genau, weil wir so laut sind. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe mir mal den dritten Gang als Anfahrgang eingestellt und ich habe mir eine Kadenz von 65 Umdrehungen eingestellt. Das heißt, sobald ich mehr als 65 Umdrehungen mache, schaltet das System hoch, also in den nächstgrößeren Gang, automatisch. Bin ich unter 65 Umdrehungen, schaltet das System automatisch runter in einen kleineren Gang, sodass dass die Trittfrequenz immer der Geschwindigkeit auch automatisch angepasst ist. Du kannst ja gucken, ob du auf dem Rückweg ein Fischbrötchen mitbringst. Genau, gut. Ich fahre mal los. Und ich beschleunige mal mit Absicht wirklich, wirklich kräftig. So, jetzt hören wir schon den Gangwechsel, direkt im sechsten Gang. So, jetzt bin ich schon im neunten Gang. Ich verzögere nochmal. Jetzt schaltet das System automatisch runter, wieder in Richtung 4. So, ich halte hier mal nochmal an. So, jetzt schaltet das System automatisch in den dritten Gang zurück. Und jetzt beschleunige ich nochmal mit voller Kraft. Lass mich rollen. Der Gangwechsel passiert. Bin im achten Gang, neunten Gang. So, und jetzt will ich mal, jetzt drehe ich mal um, ich fahre mal ein bisschen weiter. Und dann machen wir noch mal eine Aufnahme, wie ich wirklich in einem fahrbaren Gang, bei je nachdem, was für eine Geschwindigkeit, gucke ich jetzt mal. Ich drehe mal um. Das Schöne ist wirklich, das System wechselt automatisch die Gänge. Ich bin wieder im dritten, weil ich auch wirklich nur 6 km/h gefahren bin. So, jetzt bin ich im 8. Gang, 9. Gang. Ich fahre 19 km/h, 20 km/h. Der Motor macht seinen Dienst und ich höre ehrlich gesagt nichts. Ich fahre mit einer Trittfrequenz von ungefähr 60 bis 70 Umdrehungen. So, ich drehe nochmal um. Achter Gang, 19 km/h. 75 Umdrehungen. So, ich bin also das Flugzeug da oben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, das Flugzeug ist auf jeden Fall deutlich lauter. Jo, der hat uns jetzt hier jetzt richtig durch die Rechnung gemacht, ne? Ja, das macht aber nichts, weil es ist deutlich lauter und ich kann ja schon was erzählen. Ich habe ja gesagt, ich werde auch meine Wahrnehmung teilen und ich bin gerade im 8. Gang gefahren mit ungefähr 75 Umdrehungen, also eine Trittfrequenz von 75 Umdrehungen in der Minute. Im 8. Gang mit ungefähr 18, 19 km/h. Und dann muss ich sagen, dann hört man den Motor schon wirklich klar und deutlich. Jetzt mache ich aber das Gleiche nochmal im 9. Gang und dann wird es noch spannender. Ich fahre nochmal zurück. So, ich habe jetzt mal manuell in den 9. Gang geschaltet. Ich fahre 20 km/h. Und ich bin der Meinung, man hört wirklich nicht viel.
Das ist sogar der 10. Gang. Es ist wirklich angenehm zu fahren, also gerade diese automatische Schaltung, wo auch nicht direkt in den absoluten Anfahrgang geschaltet wird, sondern wirklich in den Gang, der zur Geschwindigkeit passt, um die Geschwindigkeit halt einfach auch zu halten bei einer gewissen Trittfrequenz. Und das finde ich ist sehr, sehr attraktiv an dem System. Und das Geräusch ist meiner Meinung nach absolut nebensächlich, weil ich bin jetzt gerade im 8. Gang gefahren, das war die erste Fahrt. Da haben wir gesagt, oh, das ist schon relativ laut. Und wenn man aber auf voller Fahrt ist und wir sagen mal, man fährt mit einem Schnitt von so 19, 20 km/h, je nach Trittfrequenz, dann ist das Ganze ganz schön leise. Also so eine 60er Trittfrequenz ist ja normal, würde ich jetzt zumindest sagen, gerade beim Pedelec ist eine 60er Trittfrequenz normal. Und wenn du damit unterwegs bist, dann ist das System alles andere als zu laut, so wie es überall besprochen wird. Und dem muss ich dann einfach widersprechen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ich will auch noch mal im 12. Gang fahren und im 11. Gang fahren und gucken, wie es dann ist. Was man ja ganz eindeutig hört, das hat man ja schon gehört, als wir das Geräusch vom Gangwechsel aufgenommen haben, dass es verschiedene Getriebestufen gibt. Und vom 8. in den 9. Gang ist ein ganz deutlicher Unterschied, weil es einfach eine andere Übersetzung ist und ich vermute einfach auch ein anderer Getriebeblock. Und daher auch ein ganz anderes Geräusch. Und ich finde, der 9., 11. und 12., das ist dann ja auch der Gang, wo du wirklich auf Strecke bist, wo du sagst, jetzt genieße ich mal die Geradeausfahrt. Und wenn du in den kleineren Gängen unterwegs bist, es kann ja auch mal im Anstieg sein, wenn du mit mehr Drehzahl fährst, hast du auch automatisch mehr Geräusche. Also der Motor muss ja viel mehr Drehzahl machen. Auch wenn deine Trittfrequenz gleichmäßig ist, der Motor hilft dir ja, der macht mehr Drehzahl. Und wir wissen alle, Drehmoment beim Elektromotor wird über Drehzahl erzeugt. Und daher kommt diese Geräuschkulisse dann in den kleineren Gängen auch zustande. Was aber völlig okay ist, weil wenn wir das jetzt mal mit dem PKW vergleichen, wobei ich den Vergleich immer wirklich katastrophal finde, kann ich auch sagen, wenn wir mit dem Auto im ersten Gang fahren, dann macht der Motor ja auch viel mehr Geräusche. Im zweiten Gang auch und bei 180 im dritten Gang. Ja, super. Und dann irgendwann... hast du natürlich auch eine ganz andere Geräuschkulisse. Ja, kann man so vergleichen. Ich will das nicht unbedingt als Vergleich nehmen. Okay, dann machen wir einen Kompromiss. Dann sagen wir, der Vergleich gilt ja nur für die Autos mit zwei Rädern. Ja. Ja. Je mehr Umdrehungen, je mehr Geräusche haben wir. Je weniger Umdrehungen, je leiser wird's. Und dann ist es auch entscheidend. Wir fahren aber noch mal weiter. Ich will den 10., 11. und 12. auch noch mal testen. Wir machen hier einen richtigen One-Take sozusagen. Ich mache auch keinen Cut dazwischen. Das filmen wir jetzt alles so hintereinander weg. Ja, wenn du das sagst. Hast du ausgemacht? Weiß ich nicht. Nee, die läuft. Läuft? Ja. Gut. Was ich vielleicht auch dazu sagen möchte noch, habe ich vielleicht auch schon erzählt, ich kann immer noch manuell schalten. Also wenn ich jetzt einen Gangwechsel vornehmen möchte, kann ich auch immer noch manuell schalten. So. Aber ich fahre mal wieder los und dann gucken wir. Jetzt machen wir mal was. Ersten Gang rein. Und ja, man sieht das nicht so, aber es ist schon windig. So, hier ist es. Ich hoffe, man hört das auch auf der GoPro. 10. Gang, 11. Gang, 12. Gang. Lautstärke.
22 km/h, 10. Gang, 63 Umdrehungen. Moin. Flüster leise. Also jede Maschine macht Geräusche und diese hier auch und zudem sehr schöne Geräusche. Nochmal der 7. Gang bei 120 Umdrehungen. Jetzt bin ich wieder am 10. Wir beschleunigen mal von 13 auf, ja, wir gucken mal, so 65 Umdrehungen möchte ich eigentlich gerne machen. Dann fahren wir 25, 26 sogar, im 11. Gang 27 und wir hören nichts. 60 Umdrehungen. So, ich schalte mal in den 11. Gang und beschleunige mal. Herrlich. Das ist der 11. Gang. Hörst du nichts? Ja, doch ein bisschen windig, ne? Also windig ist es alle Male. Ich habe auch ja ein E-Bike oder ein Pedelec. Somit ist das vom Schalten gar nicht so das Problem. Ne? Oder vom Fahren gar nicht das Problem. Also was meine Wahrnehmung mir sagt, ist so in normalen Bedingungen, wenn ich normal mit dem Rad auf Tour bin, auf Strecke bin, auf einer Fahrradtour bin, vielleicht auch in Gesellschaft, zu zweit, zu dritt, zu viert, bin ich der Meinung, niemanden darf dieses Geräusch stören, weil es ist fast gar nicht da. Also man hört ihn natürlich, wenn er leisten muss, was aber auch normal ist. Und wenn er normal fährt, dann hörst du so gut wie nichts. Ich habe während der Fahrt immer gesagt, und man hört nichts. Ich meine natürlich so gut wie nichts. Aber alle, die sagen, dass dieser Motor zu laut ist, da bin ich der Meinung, setzt euch nochmal auf das Rad und achtet mal wirklich darauf, was ihr wirklich hört. Und macht nicht den Fehler wie alle anderen und quatscht das einfach nur nach. Oh, ich habe gehört, er ist viel zu laut. Sondern setzt euch mal drauf, fahrt mal selbst. Und dann, wenn es so ein neues Produkt gibt, guckt nicht immer, was alles schlecht ist. Oder jetzt wird es interessant. Ja, heute ist der 1. und ich vermute 12 Uhr. Ja. Ja, und hier wird die Sirene getestet. Jetzt Fischbrötchenzeit eigentlich, ja. Ne? Das ist das Signal für die Anwohner. Aber mit den Geräuschen, mein Gott, ein Moped macht Geräusche, ja, ja. Aber das ist doch kein Geräusch. Und wenn das du in der Kuppel Geräusch. Fährst, du hast die Abrollgeräusche von den Reifen, dann rülpst einer zieht die Nase hoch, ein dritter pupst oder so. So meinst du? Ja, ja komm, kennen wir doch alles. Wir kennen das nur von dir. Also. Ja, genau. Nee, ich finde das aber auch immer frech. So, es wird immer erstmal geguckt, was ist denn überhaupt schlecht an diesen neuen Systemen? Ja. Wo sind die Lücken und was ist nicht gut durchdacht? Und da hätte man ja, und wer weiß, höre ich immer, lese ich immer, finde ich ganz interessant, schmunzel ich drüber. Und dann versuche ich ganz neutral an diese Sache ranzugehen. Wenn ich diese ganzen Dinge, die ich vorher gelesen habe über dieses System, übernommen hätte,
da hätte ich gesagt, ja, der Motor ist zu laut und ja, weiß ich nicht, braucht man nicht. Ein Bosch-Motor ist besser, angenehmer, wie auch immer. Nee, man muss wirklich gucken, welches System passt zum Einsatzzweck, was möchte ich haben. Was ich wirklich super finde, das ist die Smart-Shift-Funktion, weil die funktioniert richtig gut und die ist auch wirklich verschleißarm, weil der Gangwechsel findet nur statt, wenn ich aufhöre zu treten. Ich kann beim Pinion unter Last schalten, aber da sind wir uns einig, gut ist das nicht. Also auch wenn das geht, gut ist das auf Dauer nicht. Na, auch wenn ich am Anstieg bin und ich mache einen Gangwechsel, das funktioniert. Technisch ist das möglich, aber gut ist das nicht. Ich finde, da haben sich viele Leute wahrscheinlich viele Gedanken gemacht und auch sehr, sehr gute Gedanken gemacht, weil es funktioniert absolut einwandfrei. Ich verringere die Geschwindigkeit und zack, schaltet das System automatisch runter, sodass ich quasi immer mit der gleichen Trittfrequenz unterwegs bin. Und das sehe ich als echten Vorteil. Also auch gerade, was die Langlebigkeit angeht. Kannst du schlecht gucken jetzt, ne? Das macht nicht, das geht. Ja, okay. So, und wenn du jetzt folgende Frage im Kopf hast, was mache ich denn? Bosch Performance Line CX, 85 Newtonmeter oder Pinion, MGU, welches Antriebssystem ist das Richtige? Pauschal sagen kann man das gar nicht, weil es liegt natürlich auch immer daran, was willst du überhaupt mit dem Rad machen? Wie willst du es einsetzen und so weiter? Wie viele Kilometer willst du damit fahren? Es ist natürlich auch immer die Frage, was willst du in dein neues Fahrrad investieren? Was kannst du investieren? Und es gibt ja alle Möglichkeiten, auch Fahrradleasing und so weiter. Beim Fahrradleasing kannst du bestimmt bis zu 30% sparen. Nagel mich darauf nicht fest, aber es gibt wirklich im Vergleich zum Kauf sind es manchmal 30%, was eine ganze Menge ist. Also auch beim Thema Fahrradleasing kannst du uns gerne ansprechen. Aber bei der Auswahl vom Rad, da geht es ja eigentlich schon los. Und damit du das richtige Fahrrad bekommst, startet unsere Fahrradberatung bei Zweirad Hogendorn immer mit dem 3D 360 Grad Bodyscanning. Das heißt, du wirst einmal komplett ausgemessen, dann gehen wir ein paar Fragen durch und hinterher machst du eine Probefahrt. Wir stellen das Rad auf deine Körpermaße ein, du gehst Probefahren. Und wenn du dann sagst, ja, dieses Rad ist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist super, bekommst es irgendwann und dann gibt es auch noch eine Fahrspaßgarantie. Das heißt, du hast die absolute Sicherheit bei der Auswahl deines Rades, weil wir suchen es gemeinsam mit dir zusammen aus, sodass du maximalen Fahrspaß genießen kannst. Dazu buchst du einfach einen Termin unter www.hogendorn.de, da gibt es die Terminseite, suchst du Datum, Uhrzeit aus, kommst zu uns nach Jadaberg und dann starten wir mit der Fahrradberatung. Und gerade eben haben wir gesagt, ja, das Outro, das können wir dann auch drinnen machen und ja, aber ich finde, es ist wunderschönes Wetter. Es ist zwar noch ein bisschen kalt, Außenaufnahmen haben wir eh im letzten Jahr viel zu wenige gemacht und darum habe ich gesagt, ja, wir machen das Outro hier draußen. Es geht vom Wetter, es ist wie gesagt schweinekalt. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich freue mich auch, wenn du dieses Video teilst und ich freue mich auch über jeden, der zu uns nach Jadaberg ins Geschäft kommt. Das ist mir auch immer eine Freude, wenn man sich dann mal persönlich trifft. Ist nicht immer so, aber wenn es möglich ist, dann bin ich natürlich auch da. Und ja, dann kann ich nur sagen, falls du es noch nicht gemacht hast, Kanal abonnieren nicht vergessen, damit du kein weiteres Video mehr verpasst. Daumen hoch da lassen und dann sehen wir uns entweder in Jadaberg oder in einem von den nächsten Videos, weil die kommen immer donnerstags um 17 Uhr. Und sonntags, ja, wie soll es anders sein, pünktlich zum Frühstück um 10 Uhr. Also wenn du Langschläfer bist, ich glaube 10 Uhr ist Langschläfer. Und Frühaufsteher, die gucken dann kurz vor Mittag oder so. Ne? Also ist eine Auslegungssache. Und genauso ist es eine Auslegungssache mit den Geräuschen. Ich finde es leise. Ja, da fährt er dahin. Bis zum nächsten Video.